Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders-Video. Heute geht es wieder um ein legendäres Rüstungsset. Das zweite Video für den Trickster oder auch Assassin genannt. Es ist das, jetzt muss ich es kurz ablesen, das Treepassers Rüstungsset. Wie immer, wer nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt wegschalten. Wir fangen erstmal wieder mit dem Dreifach-Bonus an, wenn wir mindestens drei Sachen dieses Sets tragen. Und zwar, der Spieler kann innerhalb der Verlangsamungsfalle nicht sterben. Und wie immer, die Werte variieren je nachdem, wie stark diese Rüstung bei euch schon gepimpt ist. Das sollte klar sein. Wir fangen wie immer mit dem Rüstwert an. Um 19.000 werden die Stiefel euren Rüstwert erhöhen. Die Anomaliekraft wird um 13.800 erhöht. Heilrate um 14% und die Cooldown-Reduzierung um 6,5%. Der Level 3-Mod erhöht die Feuerkraft um 63.000 für jeden Gegner, der in unmittelbarer Nähe ist, fünffach stapelbar. Das heißt, wenn fünf Gegner in der Nähe sind oder in unmittelbarer Nähe, erhöht das ordentlich, also um über 300.000 euren Feuerschaden, was sehr, sehr heftig ist. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Slow Trap. Feinde, die in der Sphäre eintreten oder in die Sphäre eintreten, sind von Schwäche betroffen. Als nächstes kommen wir zu den Handschuhen. Der Rüstwert wird um 25.000 erhöht, Bonusfeuerkraft um 12.300, Close Range Damage wird um 13% erhöht und die Heilrate wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Time Rift Fähigkeit. Und zwar 10% Waffenschaden und 30% Anomalieschaden, die man einem betroffenen Gegner zufügt, werden zu einem anderen betroffenen Gegner transferiert. Hier bin ich aber nicht ganz sicher, ob man das richtig interpretiert. Bedeutet das, dass dieser Schaden, die 30% und die 10%, ob diese dem Gegner, dem wir das zufügen, quasi wieder gut geschrieben werden und einfach nur auf einen anderen Gegner rübergehen? Oder behält der Gegner, auf den wir eigentlich ballern, trotzdem denselben Schaden? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn es einer von euch besser weiß, gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt. Und der Level 1 Mod bezieht sich ebenfalls auf die Time Rift Fähigkeit. Feinde schweben doppelt so lang in der Luft. Als nächstes kommen wir zum Unterkörper. Um knapp 20.000 wird der Rüstwert erhöht. Anomaliekraft wird um 18.400 erhöht. Long Range Damage wird um 13% erhöht. Und die Cooldown-Reduzierung um 6,5%. Ein Level 3 Mod, der sich auf die Time Rift Fähigkeit bezieht. Schüsse auf Feinde, die vom Skill betroffen sind, werden nicht verbraucht. Klingt sehr effektiv. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Time Rift Fähigkeit. Gegner, die vom Skill betroffen sind, erhalten einen Schaden von 61.000 über 10 Sekunden. Sehr, sehr effektiv. Der Oberkörper erhöht unseren Rüstwert um 21.700, Bonusfeuerkraft um 14.400 erhöht, Long Range Damage um 12% und die Status Power wird um 21,7% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Slow Trap. Teammates in der Sphäre erleiden 20% weniger Schaden und der Level 1 Mod ebenfalls auf die Slow Trap Fähigkeit erhöht die Reichweite der Sphäre um 2 Meter. Als letztes kommen wir noch zum Helm. Erhöht den Rüstwert um 21.100, Bonusfeuerkraft um 12.300, die Heilrate wird um 13% erhöht und die Status Power um 21,7%. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Slow Trap Fähigkeit. Durch Aktivieren der Fähigkeit wird die Munition für die aktuelle Waffe aller Verbündeter im Bereich der Sphäre wieder aufgefüllt und der Level 1 Mod für die Time Rift Fähigkeit verdreifacht die Reichweite des Skills. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder mit diesem legendären Rüstungsset für den Trickster. Mit einem Daumen nach oben lasst ihr mich wissen, dass euch das Video gefallen hat. Ein Abo lasst ihr da, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wird, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ist natürlich völlig kostenlos. Ihr unterstützt damit meinen Kanal. Das war's jetzt von mir. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.